Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es noch einmal um die neue Apple Watch. Ich habe ja schon ein ausführliches Video dazu gemacht und beim iPhone-Video habe ich hier auch gesagt, dass es mein Abschluss dieser Gerüchtereihe ist, es sei denn, es gibt nochmal spannende Neuigkeiten und die gibt es. Vor allem bei der Apple Watch dürfte es in diesem Jahr durchaus spannend werden, denn neben der Series 8 steht eine sogenannte Pro-Version im Raum. Und ich möchte euch heute nochmal ganz füllig erzählen, was euch da voraussichtlich am kommenden Mittwoch, den 7. September, erwarten wird. Also, falls euch das interessiert, bleibt gerne dran. Falls euch das Video gefällt, lasst ihm gerne einen Daumen hoch da. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Bei der neuen Apple Watch könnte es in diesem Jahr durchaus spannend werden. Und zwar nicht bei der normalen Series 8, die ist voraussichtlich eine Series 7 mit ein paar neuen Extras unter der Haube. Habe ich euch ja bereits im letzten Video ausführlich erzählt, auf die möchte ich jetzt nicht nochmal genauer eingehen. Ich werde euch das einfach mal in der Beschreibung unten verlinken, falls das eher etwas für euch ist. Heute geht es um die sogenannte Apple Watch Pro. So wird sie zumindest gerne genannt. Es soll eine neue Größe eingeführt werden, und zwar eine mit 47 mm. Aktuell gibt es 41 mm für die kleine Version der Apple Watch und 45 mm für die größere Version. Jetzt soll es erstmals eine dritte neue Größe geben. Ihr erkennt schon anhand der Zahlen, die ich jetzt hier in den Raum geworfen habe, sie wird eine Ecke größer als die Version mit 45 mm, allerdings nicht so viel größer, also sie ist so nur ein etwas kleinerer Schritt nach oben. Wie groß sie sein wird, können wir aktuell schwer abschätzen, denn es soll auch ein neues Design mit dieser Apple Watch eingeführt werden. Nicht das kantige Design, was mal für die Series 7 lange Zeit im Raum stand, allerdings etwas kantiger, etwas flacher. Also ihr werdet hier jetzt auch mal ein paar Render-Bilder sehen oder ein paar Mockups, die so aktuell die Runde in der Gerüchteküche machen, und die werde ich euch einfach mal hier einblenden. Da bekommt ihr so einen kleinen ersten Eindruck. Wie das Ganze dann natürlich im Alltag aussieht, lässt sich jetzt nicht so direkt sagen. Es soll ein bisschen kantiger werden. Das Display könnte sogar flach werden, vielleicht sogar mit etwas schärferen Rändern oben. Wird sich dann zeigen, aber es wird sich was beim Design tun. Das sagen selbst zuverlässige Quellen wie Mark Gurman. Nicht so viel. Wie gesagt, bitte da keine großen Hoffnungen haben, wie das damals bei der Series 7 im Raum stand. Aber ich vermute, dass das so eine Mischung aus dem aktuellen Design und diesem kantigen Design sein wird. Neue Größe, neues Design. Das bedeutet auch, wir werden neue Apple Watch Bänder bekommen. Man wird die alten Apple Watch Bänder benutzen können, also der Anschluss bleibt weitestgehend vorhanden. Allerdings wird die Uhr eben ein bisschen breiter. Dementsprechend werden wir höchstwahrscheinlich in Zukunft eine dritte Größe bei den Bändern sehen. Es heißt, dass man die Bänder der 45 mm Version durchaus auch an der Apple Watch anbringen kann, wenn man bereits eine Auswahl an Bändern hat, aber das wird vermutlich bei vielen Bändern einfach nicht gut aussehen. Wer also überlegt, dass er aktuell die große Apple Watch nutzt und vielleicht sich überlegt, das neue Pro-Modell, wie ich es jetzt einfach mal nenne, zu kaufen, der muss vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, dass er sich von seiner alten Bandauswahl trennt, und da haben ja einige eine große Auswahl in den letzten acht Jahren aufgebaut und vielleicht auch nochmal zusätzlich ein paar Euro in neue Bänder stecken muss. Es könnte auch so ein Grund sein, warum vielleicht der ein oder andere sagt, ist eine spannende Uhr für mich persönlich, aber ich möchte mich nicht von den aktuellen Bändern trennen. Ehrlich gesagt bin ich auch persönlich mal sehr gespannt darauf, denn das könnte so etwas sein, was mich vielleicht auch daran hindert, da man ja durchaus ein paar gute Bänder in den letzten Jahren gesammelt hat, die Apple mittlerweile auch einfach nicht mehr verkauft. Zwei Finishers stehen im Raum. Höchstwahrscheinlich wird es Titan sein, dunkelschwarzes Titan, silbernes Titan, kennt man aktuell von der Apple Watch Edition. Das könnte dann das Finish sein, welches uns bei dieser neuen Apple Watch erwartet. Und sie soll auch allgemein etwas robuster sein. Die Apple Watch ist ja schon jetzt sehr robust. Sie hat auch ein Display mit Saphirglasschutz etc. Aber irgendwie hat man den Aufbau angeblich noch so angepasst, dass sie nochmal eine kleine Ecke robuster ist. An dieser Stelle auch ein Hinweis, ich habe es jetzt eben mit dem Robust erwähnt. Am Anfang wurde sie gerne Apple Watch für Extremsportler genannt. Dann wurde sie gerne Apple Watch Sport genannt. Aktuell wird sie Apple Watch Pro genannt. Vielleicht heißt sie auch einfach nur Apple Watch Series 8 und es ist eine dritte Größe im Portfolio. Wie sie genau heißt, wissen wir nicht, aber da sie sich von den anderen Apple Watches abhebt, steht eben im Raum, dass Apple ihr eine besondere Bezeichnung geben wird, und es wird spekuliert, dass das Ganze vielleicht auch so eine Art One More Thing auf dem kommenden Event am 7. September sein wird. Sonstige Dinge, sonstige Extras unter der Haube, schwer zu sagen. Natürlich wird es auch den neuen Chip geben. Wenn es einen neuen Sensor gibt, wie den Temperatursensor, wird der da natürlich auch vorhanden sein. Ich weiß nicht, ob Apple noch andere Extras für diese Apple Watch geplant hat. Allerdings deutet sich das bisher nicht an. Wie gesagt, die Key Features werden Titan-Finish, neues Design, robusteres Design, eben auch allgemein, sage ich mal, eine andere Anmutung und diese neue Größe sein.
dürfte allerdings auch schon ausreichen, wenn man das als neue Option vermarkten möchte. Bleibt noch eine spannende Frage offen. Was kostet dieser Spaß, wenn ich schon das ganze Apple Watch Pro nenne? Nun, wenn wir uns mal die große Version mit Titangehäuse anschauen und einfach mal in den Shop von Apple gehen, dann wird dort eine UVP von 930 Euro aufgerufen. Da diese neue Version nochmal eine kleine Ecke größer ist und da sie sich vielleicht auch nochmal irgendwie besonders abhebt, wird sie natürlich nicht günstiger, eher sogar teurer sein. Inflation etc., die Preise sollen allgemein bei den Produkten in diesem Jahr steigen, also die neuen iPhones und die neuen Apple Watches sollen eine Ecke teurer werden. Also würde es mich nicht wundern, wenn man tatsächlich die 1000 Euro bei dieser Apple Watch knackt. Und das ist dann natürlich neben der zusätzlichen Größe vielleicht in Zukunft auch die Frage für viele Personen, ob sie sich eine so teure Apple Watch kaufen wollen. Ich persönlich bin ein Fan der Apple Watch, wie ihr vielleicht mittlerweile wisst. Ich trage sie gerne, ich trage sie täglich im Alltag. Ich habe ja auch schon ein Video dazu gemacht, warum die Apple Watch für mich persönlich die beste Smartwatch auf dem Markt ist. Und natürlich interessiert mich auch so ein Pro-Modell und ich bin auch mal gespannt, wie sich Apple damit abheben möchte. Allerdings interessieren mich zwei Dinge. Zum einen finde ich die Größe der 45mm-Version ziemlich optimal im Alltag, muss ich sagen. Wenn sie größer wird, dann darf sie wirklich nicht viel größer werden. Darauf bin ich persönlich gespannt. Vielleicht kann man das Ganze designmäßig auch so anpassen, dass es zwar ein größeres Display gibt, aber das Design nicht allgemein deutlich größer wird. Das ist der erste Punkt, auf den ich gespannt bin. Und dann natürlich der zweite Punkt ist die Frage nach dem Preis. Man wird mit Sicherheit die 1000 Euro irgendwie knacken, wenn diese Apple Watch kommt, aber wie weit wird man die auch knacken? Werden es 1050, 1200? Das ist auch nochmal eine spannende Frage. Natürlich gibt es auch irgendwann eine Grenze für eine Smartwatch, die man da ausgeben möchte, aber so im Großen und Ganzen bin ich persönlich sehr gespannt, was uns Apple da zeigt. Ich war tatsächlich kurz davor, mir auch die Titan-Version der Series 7 zu kaufen. Ich mag das dunkel-matt-schwarze Titan-Finish. Habe mich allerdings dann damals doch für Edelstahl entschieden, weil ich auch das Milanese-Band einfach wieder nutzen wollte und das für mich persönlich das beste Armband ist, wenn es etwas klassischer und edler sein soll. Dementsprechend bin ich dann auch mal gespannt, was uns hier erwartet. Teurer, neue Bänder kaufen, größer. Es gibt auch so ein paar Punkte, die mich persönlich ein kleines bisschen skeptisch stimmen. Aber wir werden es in einer Woche erfahren. Das Apple-Event findet, wenn das Video hier online geht, in ziemlich genau einer Woche statt. Und dann werde ich natürlich auch auf diesem Kanal darüber berichten und dann gibt es alle Details hier von mir. Also, falls euch das interessiert, lasst auch gerne ein Abo da. Und ansonsten würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.